Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Weiter geht's mit Captain of Industry. Und sind wir ein Captain? Naja, ich weiß nicht so genau, wir haben schon ganz schön viele Baustellen immer wieder, aber das gehört, glaube ich, mit dazu. Wir haben einiges verbessert und einiges ausgebaut. Wir müssen jetzt mal schauen, ob diese erhöhte Flüssigstickstoffproduktion ausreicht, damit unsere Forschungskräfte hier, beziehungsweise diese Fabriken, wirklich die Laborausrüstung 2 jetzt schneller herstellen, denn da fehlt es hier eindeutig. Die sind relativ leer hier, was die Forschungsausrüstung angeht. Das wollen wir auf jeden Fall verbessern. Wir haben es ja erhöht erstmal. Wir schauen mal, ob das ausreicht. Hier unten wird schön gebaggert. Ansonsten habe ich jetzt noch einen kleinen Fehler hier gesehen. Abgesehen davon, dass das Schüttgutlager Kohle schon wieder leer ist und hier auch beim Eisen schon wieder Probleme bestehen, weil die ganzen Wagen größtenteils hier Erde abholen. Und das liegt natürlich unter anderem daran, dass wir hier ganz schön einen Bereich haben, wo eigentlich gar kein Eisen mehr drin ist. Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Hier ist auch nicht mehr so viel, ob wir hier wirklich weitermachen wollen. Wir können auch erstmal hier ein Stückchen rausnehmen aus der Gleichung. Auf der anderen Seite habe ich mir was anderes überlegt, weil wir machen das Gleiche ja immer und immer wieder. Deswegen denke ich, wir werden jetzt nochmal hier, unsere Sandgeschichte ist zwar rappelvoll, aber ich baue hier jetzt nochmal ein großes Schüttgutlager für Gestein, beziehungsweise für Gestein. Das baue ich jetzt hier an den Rand. Ich gucke noch einmal, wo die Eisengeschichte anfängt. Und, obwohl, warte mal, reicht vielleicht ein, ja, warum? Warum? Ich baue ein großes für wirklich diese Gesteinsgeschichte. Jetzt muss man mal gucken. Ich glaube, das ist hier größtenteils eher Erde als Gestein, aber es gibt zumindest eine ganze Menge Gestein trotzdem. Und dann können die das da reinschmeißen und wir können es letzten Endes mit einem Brecher auch ja zu Kies und dann zu Sand machen. Und dann können wir schauen, ob wir das noch hinbekommen. Zusätzlich. Rein und raus und rein und raus. Ich bringe denen natürlich ein bisschen Probleme jetzt, was die, das ist jetzt schief, was den Weg angeht, den sie da fahren müssen. Achso, jetzt muss nach oben, ne? Richtig. Mal schauen, ob wir das von da unten da hochkriegen. So. Nein. Nein, ach so, das muss auch nach oben. Na gut, dann mach's halt ums Eck. So, erstmal. So, genau, das bauen wir uns erstmal. Und jetzt haben wir hier unten gerade schon wieder Stromprobleme. Eine Geschichte, die ich gesehen habe, ist nochmal, dass wir hier hinten mit dem Wasser das Ganze verbessern müssen, weil wir haben jetzt auch fast keine Säure mehr. Die ist sowohl hier als auch da oben nämlich ziemlich leer, um nicht zu sagen komplett leer. Hier ist gerade was rausgelaufen, also ein bisschen Säure ist noch da, aber viel ist es nicht und es liegt unter anderem daran, dass wir momentan das Wasser, was wir hier benutzen, sowohl in dem Chemiewerk als auch in diesen Mischern hier für die Säure, alles aus dem Sauerwasserstripper rausholen und das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Deswegen müssten wir hier nochmal was anschließen und im Idealfall hier anschließen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, von wo das Wasser von außerhalb kommt, was wir eigentlich ja in diesen Circle mit reingeben. Zum einen hier, dann geht es darüber und ich glaube, das war es auch schon. Das heißt, eigentlich müssten wir von der Seite das darüber bringen. Hier ist der Dampf. Was ist hier eigentlich? Hier kommt das saure Wasser rein. Wo bringen wir das denn noch hin? Hier runter. Falsch rum. Das macht ja auch keinen Sinn. Was ist denn das für eine Linie hier? Was kommt denn hier raus? Da kommt Sohle raus. Ach so, ja, da brauchen wir das natürlich gar nicht. Aber das ist einfach ein liegen gebliebenes Rohr, glaube ich. Man findet immer wieder Sachen. Ist schon lustig. So, wir brauchen Wasser. Und zwar von hier. Ich hoffe, dass das jetzt ausreicht.
Das ist auch das Wasser, was von hier rauskommt, richtig? Das fließt hier rein und darum, genau. Das heißt, ich gebe jetzt hier auch nochmal eine Rohrleitung 1 darüber. Und dann, damit die aber alles abkriegen oder mit alle das abkriegen und nicht nur einer. Naja, wir können hier rüber bauen. Bin ich mal gespannt, ob er das hinkriegt. Ja, da hinten rum und dann da rein. Dann geben wir da Wasser mit dazu. Und ich hoffe mal, dass sie das entsprechend zügig tun. Und wir damit die Säure wieder an den Start kriegen. Hier unten, gibt es denn hier noch andere Probleme? Weil ich gerade sehe, oder gerade eben gab es mal ganz kurz ein Problem mit dem Strom. Ah, ja, logisch. Das verstehe ich, das Problem. Denn unsere Dieselvorräte sind rappelvoll. Wir haben 5000 Einheiten Diesel. So ändern sich die Probleme in diesem Spiel. Bisher hatten wir eher ein anderes Problem. Können wir mit dem Diesel noch was anfangen eigentlich, was uns vielleicht woanders was helfen könnte? Wir können ja Diesel auch nochmal verarbeiten. Klar, wir könnten Dieselgenerator machen, aber das wollen wir eigentlich nicht. Schwefel zu Gummi machen wir an einer Stelle, brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht. Rohbenzin und saures Wasser nochmal herstellen mit der Cracking-Anlage aus Diesel. Kriegen wir auch nochmal Dampf dazu. Aber brauchen wir jetzt gerade, ist das nicht unser Hauptproblem, glaube ich. Rohbenzin könnten wir dann wiederum zu Schwefel, nee, zu Gummi machen, das wollen wir nicht. Das auch wieder zu Brenngas oder zu Dampf oder eben zu Kunststoff. Ja, das ist dann eher unsere Kunststoffgeschichte, die wir damit fördern könnten. Machen wir es erstmal in der ganz blöden Variante. Flüssigkeitsspeicher 3 nochmal hinten dran hier. Gucken mal, wie viel wir davon verarbeiten können. So, das Ding wird gebaut, das Ding wird gebaut. Alles klar. Im Übrigen, jetzt mache ich mir schon fast wieder Sorgen, weil jetzt sind hier die Nahrungsgeschichten komplett frei. Genauso, wie ich das immer wollte. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass zu wenig Nahrung da ist. Aber jetzt müssen wir nochmal gucken. Also jetzt verbrennen wir diesen Weizen hier zu Brenngas. Aber jetzt reicht wahrscheinlich der Weizen nicht mehr ganz aus. Jetzt können wir wieder gucken, ob wir doch einmal Weizen irgendwo mehr machen. 1, 2, 3. Machen wir da nochmal Weizen rein. Statt Fruchtbarkeit. Wie sieht es denn überhaupt aus hier mit der Fruchtbarkeit? Das ist so bei 70, 90, 99, 60. Na, die kriegen sehr unterschiedlich Dünger ab, offensichtlich. Aber okay, Grundwasserressource doch wieder zu knapp. 24, aber das ist nicht, und sie sind blockiert, das ist erstmal positiv. Das heißt, es kommt genug Wasser von woanders. Okay, dann habe ich mir gedacht, jetzt schauen wir mal, ob die hier wirklich Gestein reinbringen oder nicht. Wenn sie das tun, könnt ihr daraus gerne Kies und daraus gerne Sand machen, wobei wir eigentlich 3 davon bräuchten, um genug Kies zu verarbeiten zu Sand. Aber schauen wir erstmal, ob hier überhaupt Gestein ankommt. So, hier unten wollte ich nochmal schauen, ob wir unser Schiff jetzt endlich mal wieder losschicken können. Der ist dabei, auf jeden Fall. Das ist eine absurde Geschichte hier unten. Aber er scheint es erstmal korrekt zu tun. Jetzt fang nicht auf der anderen Seite an. Ich wollte ja nur, dass du... Ja gut, okay. Hol den Scheiß da raus. Aber ich glaube, wir müssen sogar auf minus 1, wa? Na, schauen wir mal. Wenn er das erstmal auf 0 hat. Weil es wäre schon schön, wenn wir unser Schiff nochmal durch die Gegend schicken könnten. So, Zugang für Schiffe. Außerhalb des Wirkungsbereichs, wie sieht es denn bei der Kohle aus? Also, was wir auch nochmal machen können, ist diese Verkippung nochmal zu vergrößern. Hier, dass man jetzt echt so Probleme hat, dass man seinen Scheiß nicht wegkriegt, ne? Dann mache ich hier nochmal ein Verkippungsgebiet mit dazu.
So. Was waren denn noch die Probleme? Ansonsten geht's eigentlich. Da oben haben wir auch schon Kohle voll. Das ist ganz cool, obwohl wir da nur ein so ein blödes Auto haben. Bei euch sieht es schlecht aus, weil wir hier Kupfererz lagern und nichts damit anstellen. Auch hier können wir übrigens das zerkleinerte Kupfererz nochmal auf der anderen Seite, aber wir haben momentan, wie gesagt, nicht das Problem, dass wir da zu Problemen kommen. Jetzt gehen wir da auch nochmal weiter. Geschmolzenes Kupfer kommt natürlich zu diesen Kupferplatten. Kupfer, 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 Kupfer. Können wir damit noch irgendwas anderes anstellen? Elektronik und Gummi. Ah, hier. Glas, Kunststoff und Kupfer zu Leiterplatten. So, das ist doch jetzt eine Aufgabe, die für hier nicht so doof ist. Das heißt, wir machen hier auch nochmal Kupferplatten. Hätten dann hier das Glas, hier Kunststoff, hier Kupferplatten und könnten dann auch diese Elektronik zusammenbasteln. Wahrscheinlich hier. Und jetzt müssen wir uns, jetzt ist schon wieder doof, dass wir hier keinen Übergang haben. Deswegen plane ich mal direkt. Ich mache das mal für mehrere Bereiche. Ich baue mal so große Fahrzeugrampen, aber im Planungsmodus. Und zwar zum einen hier auf jeden Fall, weil sonst kommen die da wieder nicht hin. Dann brauchen wir auf jeden Fall, naja, denken wir uns mal hier irgendwo ein, weil da bestimmt auch noch was hinkommt. Dann bräuchten wir das Ganze hier auf jeden Fall nochmal. Immer mit der Überlegung, dass wir das alles voll bauen. Kommen Sie von da hoch, dann kommen Sie hier hoch, dann kommen Sie hier außen rum zumindest. Und hier haben wir uns ein bisschen verbaut. Weil das Ding, aber das ist, steht eh schlecht für die Kalksteinproduktion hier. Aber gut, so. Dann kopieren wir uns hier drüben mal diese Kupferplattenproduktion. Dann ist die Frage, ob wir das mit der Säure machen oder nicht. Kommt hier wieder Säure an? Wenig. Lauft ihr denn oder habt ihr zu wenig Säure? Ihr habt zu wenig Säure. Momentan aber kein Problem mit den Kupferplatten. Da schauen wir jetzt, wenn das mit dem Wasser da hinten gut funktioniert, dann müsste das eigentlich trotzdem gehen. So, dann einmal kopieren. Wir haben das. Wir haben natürlich auch die Kohle, die wir dann nochmal brauchen. Und dann dieses, jenes und solches. Müssen wir einmal gucken. Kupfererz, Kohle. Geschmolzenes Kupfer. Ja, da kommt die Schlacke raus. Geschmolzenes Kupfer zu unreinem Kupfer. Und das mit Wasser oder Säure zu Kupfer. Das ist soweit korrekt. Haben wir da eine schönere, einen schöneren Aufbau als den da auf der Seite? Ich glaube, das hier, na, sieht alles nicht so geil aus. Nehmen wir erstmal das. Und bauen uns das hier rüber. Da oben ist die Kohle, hier unten ist das. Ja, naja, ne? Wir sollten wahrscheinlich die Produktion, ich lass mal weiterlaufen in der Zwischenzeit, sollten wahrscheinlich trotzdem hier nochmal Lagerplätze hinstellen für zum einen Kupfer und zum anderen, ah, Moment, wir zerkleinern das auch gleich noch. Das heißt, wir haben einmal Kupfer trotzdem nochmal extra. Dann kommt das durch den Brecher. Ich baue es wieder zu klein, ne? Ich baue den mal ruhig. Ach nee, das geht ja nach oben. Verdammt, das vergesse ich jedes Mal. Dann machen wir das trotzdem dahin. Dann ziehen wir den nochmal zur Seite. Und da baue ich quasi das Ding nochmal.
Auch wenn es jetzt so nah dran ist, dass man auch sagen könnte, geht auch so. Ein bisschen eng. So, da zerkleinern wir das zu dem. Hier würden wir dann verarbeiten. Ah, ja, auch Blödsinn. Da arbeiten wir mit dem neuen Hochofen 2. Und nicht mit dem alten, der auch ein bisschen dicker ist. Das stimmt doch schon wieder alles nicht. Das ist auch schon wieder eng, zu eng. So, kannst du das jetzt bitte da mal so anschließen, dass das funktioniert? Nee, kannst du nicht. Warum nicht? Haben wir das gedreht? Ups, nee, so nicht. Aber so gedreht haben wir es vielleicht. Nee. Ja. Okay, dann müssen wir das alles nochmal ein bisschen drehen hier. Weiterlaufen lassen. Mann, ich traue mich immer nicht weiterlaufen zu lassen. Okay, jetzt reiße ich so viel ab, dass ich das auch gleich hätte selbst bauen können. Vielleicht wäre es dann besser gegangen. So, hier muss der Spaß rein. Jetzt haben wir das falsch rum gebaut. Also nochmal. So. Hier kommt der Spaß rein. Ein bisschen Platz lassen. Dann brauchen wir die Kohle von unten nochmal. Lager. Nee, auch wieder falsch. Ein bisschen näher ran das Ganze. Kohle kommt von hier. Die muss damit dazu. Das ist Kohle. Das ist Kupfererz. Da kommt zerkleinertes Kupfererz. Hier kommt das zusammen mit dem Sand. Ah ja, Sand brauchen wir auch noch. Ach, verdammt. Dann machen wir es, glaube ich, doch wieder anders. Dann baue ich den doch hier hinten hin. Ich befürchte halt, dass ich das hier so schnell zubaue. Ah, tatsächlich kommt hier Gestein hin. Das ist gut. Ich befürchte, dass ich das so schnell zubaue, dass ich da überhaupt nicht dazu komme, das irgendwie ordentlich zu machen. Also, das würde dann bedeuten, dass wir das Kupfererz rüberbringen. Oder das zerkleinerte. Wir könnten es auch hier zerkleinern erstmal und dann rüberbringen, aber das bringt uns eigentlich beides keine Punkte. Sand haben wir jetzt einfach hier hingesetzt. Also los. Ausschneiden, kopieren. Bitte einmal drehen. Das heißt, wir brauchen den Spaß hier irgendwo. Wir planen ja erstmal, ne? So, Sand würden wir dann von hier kriegen. Das heißt, wir bauen hier die Kohle. Die müssen wir dann von da wieder. Die haben wir aber hier schon. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kohle, Sand, so. Geht doch. Dann machen wir noch ein extra Lager für den Sand. Den aber direkt daneben. Zwirbeln wir uns das dann auch weg. Und bauen das daran. Und das daran. So. Dann haben wir hier unser geschmolzenes Kupfer, unsere Schlacke und so weiter. Jetzt kann ich aber nochmal kopieren, glaube ich. Na. Dann haben wir die Metallgießerei, wobei wir da auch wieder die Metallgießerei 2 nehmen können. Wo machen wir hier eigentlich die Schlacke hin? Hier. Die wird hier einfach rausgeholt. Na los. Hier stehen überall so. Alles steht voll mit angeplantem Kram. Aber gut. Metallgießerei. Lass den Hochofen weg. 2. Der dann diesen Spaß hier verarbeitet. Und zwar, ich glaube, 2 davon. 24, 48. Jawohl. Metallgießerei 2.
Dann haben wir das unreine Eisen und danach, ja, wie heißt das Ding jetzt? Das habe ich jetzt, weiß ich jetzt wieder nicht. Dumm, die gekühlte wahrscheinlich. Nee. Die Kupferelektrolyse. So. Die verarbeitet wie viel? 24. Das ist genau die Hälfte. Haben wir da auch eine 2 davon? Nein, haben wir nicht. Ja, müssen wir auch nochmal gucken, ob wir davon noch eine verbesserte kriegen. Das muss ich mal ganz kurz da im Süden auch nochmal mir anschauen. Gott, die armen LKWs. Die müssen immer weiter ums Eck fahren. So, wie sieht's hier aus? Warte. 21, geht wieder nach unten. Mann, ey. Dieses Wasser ist doch nicht zu fassen. Eine Sekunde mal, liebe Leute. So, also, ich habe jetzt nur wegen der Katze wieder gestoppt. So, Hühnerfarm hat nicht genug Futter. Hier sind so viele Bereiche, die irgendwie nicht funktionieren. Das ist echt nicht zu fassen. Offensichtlich reicht die 0 nicht. Also probieren wir es mit minus 1, damit wir endlich unser Schiff wieder losfahren lassen können. Also, das Ganze hier auf... Oh, oh, oh. Und das Ding zerbricht jetzt hier. Könnte wegen unebenem Gelände einstürzen. Na gut, das hatten wir ja auch noch nicht. Ist doch schön. Dann lassen wir das da mal und verkippen hier wieder auf eine... Ich habe eh die Verkippung gerade, warte mal. Jetzt müssen wir noch mal richtig gucken. Also, du sollst hier abbauen auf eine minus 1. Aber nur hier vorne. Und vielleicht noch da. Und dann müssen wir hier wieder ein bisschen was reinkippen, damit wir mit unser Bergbaukontrollturm nicht komplett wegfliegt. Und das darf nicht mal eine 0 sein, sondern es muss eine 1 sein. So, das gerne wieder voll machen hier. Und dann hoffen wir, dass das nicht genau so immer hier reinrollt dann wieder. Dass das nicht funktioniert. Ach, ist das schön. So, machen wir erstmal hier nochmal eine Runde weiter. Einmal brauchen wir ein Schlackelager. Irgendwo am Rand. Andersrum. Na, ich weiß gar nicht. Machen wir es erstmal so. Dann haben wir Abgas. Na gut, Abgaswäscher ist so eine Sache, die wir jetzt gerade auch noch nicht so richtig haben. So. Dieses und jenes hier gerne einmal nach oben. So. Abgas erstmal normal, würde ich sagen. Normaler Schornstein. Wie viel machst du? 36. Okay. So, jetzt müssen wir noch einmal hier gucken. Irgendein Bagger hat nicht genug Kram. Ihr habt kein Tierfutter mehr. Warum habt denn ihr jetzt kein Tierfutter mehr? Das müsste doch eigentlich von hier unten kommen. Aber jetzt haben wir tatsächlich all unseren Weizen verarbeitet. Mit der Biogasanlage brauchen wir deutlich mehr Weizen. Ist das nicht schön? Hier kommt auch gerade gar kein Weizen. Und das heißt, wenn die Biogasanlage nicht mehr läuft, dann läuft hier oben auch nicht mehr die Zementproduktion und damit auch nicht die Betonplattenproduktion. Ich kriege die Krise. Meine Herren, so, Biogas. Dann schauen wir nochmal aufs Biogas. Also entweder müssen wir jetzt mehr Weizen produzieren, was ja auch möglich ist. Biogas. Wieso gibt es dich nicht? Nee, Brenngas meine ich auch, nicht Biogas. Wir können natürlich auch Kartoffeln, Gemüse und Schlamm verarbeiten. Warte mal, Schlamm haben wir noch. Das machen wir aber schon hier unten mit dem Schlamm. Und das reicht ja nicht. Ach, man denkt, man hat eine Lösung gefunden. Und bis wir hier herausgefunden haben, ob das eine Mal mehr Weizen, das wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht machen. Wir haben wahnsinnig viel Mais. So, hier machen wir auch nochmal einmal Weizen.
Und so viele Warnungen machen mich irgendwie ganz hibbelig. So 22% weiß ich, aber Bagger hat keine erreichbaren Ziele. Das ist wahrscheinlich hier. Und wir können immer noch nicht fahren. Oh Mann. Ja, lass das erstmal. Kannst du da jetzt noch hinfahren? Nein, du hast dir jetzt den Weg darunter weggebaggert. Herzlichen Glückwunsch. Dann machst du halt hier hinten noch auch noch eine Minus 1. Kommst du daran? Nee. Ach, Leute. Kannst du mal hier nach unten baggern einfach? Moment. Nee, meine ich so eigentlich auch nicht. Vielleicht so. Kommst du dann daran? Ja. Dann kannst du auf einmal auch da wieder baggern. Ich fass es nicht. Aber so, jetzt da, ja, da, das ist jetzt richtig. Jetzt müssten wir nur einmal falsch fahren. Also einmal darüber fahren, bitte. Oh Mann, das Ding fällt gleich runter. Das ist, glaube ich, eine ganz doofe Idee. Ah, jetzt haben wir hier ein Loch gebuddelt. Und da drüben, jetzt weißt du wieder nicht mehr wohin. Oh Mann, ey, wirklich. Ist das zu fassen? Dieser Blödsinn. So, nochmal, wir probieren es von hier. Dann machen wir jetzt hier eine Plus 1. Wo sind wir hier? Auf einer Plus 2. Ich sehe nicht. Nee. Da müsste es runtergehen, richtig? Es ist schon schön. Es gibt so ein paar Dinge, die sind wirklich sehr schön. Und hier kippen wir nach. Das, was dir hier rausbuddelt, kipp dir bitte da oben wieder nach. So, Hühnerfarm, nicht genug Zucker, wissen wir. Das ist, könnte einstürzen. Keine verfügbaren Gebiete. Das ist Nummer 1 und das ist Nummer 2. Okay, da müssen wir wieder gucken. Hier haben wir es noch gar nicht gesehen. Und das Kupfererz ist schon fast alle. Also nochmal hier hinten. Aber da haben wir eigentlich ganz... Da haben wir es sehr schön gebuddelt, finde ich. So, und da ist auch ziemlich wurscht. Da können wir in alle Richtungen weiter in die Tiefe graben. Einmal ganz kurz gucken. Hier, naja, das können wir wirklich einfach weiterführen. Da wir jetzt gerade schon wieder Probleme haben, machen wir erstmal da, wo wirklich viel davon da ist. Obwohl, wir machen das jetzt überall hier. Soll der Geiz. Ja. So, 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 so und so. Die ganzen alten kleinen Bagger noch. Wie schön. So, damit haben wir nur noch den, der jetzt wieder nicht mehr weiß, was er machen soll. Ach. Okay, dann machen wir das anders nochmal. Dann gehen wir hier auf minus 1, 0, 1. Und fangen vorne an. Jetzt fällst du selber bei runter. Und wir haben das Gewächshaus erforscht. Meine Herren, liebe Leute, das ist ein... Das ist alles sehr lustig hier. So, das Gewächshaus könnte uns allerdings mehr Weizen bringen, glaube ich, oder? Hat einen um 25% erhöhten Ernteertrag im Vergleich zu einfachen Farmpflanzen, benötigen zusätzlich 13% Wasser und Dünger. Können wir das upgraden? Das wäre ja nochmal was. So, wir haben gesagt, wir machen erstmal den anderen Spaß fertig. Das heißt, wir machen... Achso, Verpacken von Lebensmitteln ist eh schon drin in der Runde. Und dann kommt die Siedlungsdekoration und die Wiederverwertung aus Siedlungen.
Wisst ihr was, die Siedlungsdekoration schmeiße ich mal raus. Vielleicht können wir tatsächlich noch irgendwas Schönes wiederverwerten, wertstoffmäßig. Und Raps müssten wir doch auch machen können. Wieso kann ich das jetzt hier nicht ansetzen? Das ist noch gesperrt, sagst du mir. Erkunden Sie die Weltkarte mit Ihrem Schiff, um neue Saat zu entdecken. Und das hier ist das Gleiche. Da sind wir doch dabei. Wir können bloß gerade nicht mehr fahren mit dem Schiff. Ach, ist das schön. So, und liebe Leute, ich bin ja schon wieder über die Zeit rüber. Mann, ich habe das Gefühl, überhaupt nicht mehr voranzukommen, weil immer diese kleinen Probleme überall sind. Aber gut, wir schaffen das schon irgendwie, irgendwann, irgendwo. Da gibt es doch einen schönen Song aus den 80ern, glaube ich, der so ähnlich heißt. Aber auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal morgen wieder. Bis dahin, macht's gut.